Der Online-Marketing-Rockstars Video-Channel wird präsentiert von online-marketing-jobs.de, der Stellenbörse der Online-Marketing-Branche. Jetzt anmelden und jede Woche frische Jobangebote direkt in die Inbox erhalten. Ja, vielen Dank für den netten Empfang. Eigentlich dachte ich ja immer, das Rockstar-Tum sei unseren Freunden aus der SEO-Zunft vorbehalten. Ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Online-Marketing-Leute, die ich kenne, zumindest die sehr guten, sind weniger Rockstars, eigentlich mehr sehr, sehr gute Handwerker. Aber man kann schlecht die Veranstaltung Online-Marketing-Handwerker nennen. Insofern passt Rockstars wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich glaube, letztendlich ist sehr, sehr viel von dem, was wir tun den ganzen Tag, solides Handwerk, solide Execution und dann vielleicht 10-20% Inspiration, Rockstar-Tum, aber trotzdem muss man natürlich sagen, wenn so eine Location hier, in der wir uns befinden, die ist ja wirklich sehr, sehr cool, da kann man natürlich nicht ganz ohne ein bisschen Glamour auskommen. Ihr werdet sehen, meine Folien vermissen jeglichen Glamour. Ja? Also ich versuche da mehr Wert auf Inhalt zu legen als auf die Form. Nichtsdestotrotz versuche ich es halbwegs spannend zu machen. Kann mir jemand hier immer einstellen, weil ich tendiere dazu zu überziehen. Hier kann man nämlich irgendwie so eine Uhr einstellen. Kann mir einer noch hier kurz helfen? Ich tendiere dazu, deutlich zu lang zu reden, deswegen wäre super, wenn du mir die Zeit da einmal, dass die losläuft. So, ich erzähle euch jetzt 15 Minuten, ungefähr 15, 20 Minuten was zu, also Philipp hat mir ein sehr breites Thema vorgegeben. Was wären so die Trends in Execution und strategisch und so weiter im Jahr 2012 Bereich Online-Marketing? Ist natürlich extrem breit, kriegt man in 20 Minuten nicht hin. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich euch was mitgeben, was halbwegs substanziell ist und wo man trotzdem eben ein bisschen was mitnimmt, ohne jetzt natürlich den Anspruch zu haben, da ganzheitlich irgendwie einen Überblick geben zu können. Und ich habe mir überlegt, das Beste ist wahrscheinlich, ich sage einfach die Dinge, die mich dieses Jahr beschäftigen werden, wo ich glaube, dass sie die Firmen, wo ich aktiv bin, voranbringen werden. Also auch Themen, mit denen wir uns zum Beispiel bei Zalando beschäftigen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht für jeden dramatisch relevant, aber ich glaube, das sind schon die Themen, die wir im Jahr 2012 nicht alle abschließend gelöst bekommen, die aber sicherlich dazu beitragen werden, dass wenn man sie löst und wenn man sie entsprechend angeht, dazu beitragen werden, dass die Branche als Ganzes nochmal eine ganze Ecke professioneller wird. Und ich glaube, wenn man schaut, wie hat sich das von 99, wo ich irgendwie angefangen habe in dem Bereich, bis heute entwickelt, ist die Entwicklung absolut dramatisch. Und ich glaube, jetzt ist nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Innovationssprung so in den letzten ein, zwei Jahren eingesetzt. Und wie gesagt, das wollte ich euch ein Stück weit mitteilen, was mich da bewegt und was so die Themen sind, wo ich glaube, dass sie den Bereich dieses Jahr treiben werden. Also, wie gesagt, ich habe das in 5 Thesen aufgeteilt. Und meine erste These ist, Display jenseits von Retargeting wird 2012 hoffentlich zunehmend auch in der Breite an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, das ist ein Thema, was relativ viele Leute beschäftigt. Jeder ist zurzeit im Retargeting-Bereich unterwegs mittlerweile. Und der eigentlich spannende Bereich, wenn man jetzt mal schaut, nur mal so ganz grob, bei den meisten Advertisern, bei denen man so reinschaut, sind im Display-Bereich vielleicht 15-20% der Impressions, die Leute einkaufen, zumindest jetzt bei denen, die sehr aktiv Display-Marketing machen. Ist Retargeting, der Rest ist Reach. Ja? Und wenn man mal schaut, die Explosions, die Criteos, die Sociomantics und so weiter dieser Welt, alles tolle Firmen, beschäftigen sich im Wesentlichen damit, Retargeting besser und effizienter zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch alles eine sehr schöne Geschichte. Wir haben von Zalando da auch, oder bei Zalando da auch sehr wesentlich von profitiert, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, was jetzt die Herausforderung ist, mit der wir uns beschäftigen, ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, die 80%, die da noch sonst rumschwirren, die Impressions sinnvoll einzukaufen und eben intelligent auszusteuern. Und das ist etwas, wo wir zumindest festgestellt haben, ist gar nicht so einfach. Und wenn man mal schaut, klar, man kann irgendwie im SEM-Bereich sich positionieren, man kann im SEO-Bereich sich positionieren und so weiter. Aber dort ist das Know-how, was eigentlich vorherrscht und was die Leute in der Breite schon besitzen, relativ gut. Wo wirklich noch absolut intellektuelle Diaspora ist, ist im Bereich, wie steuere ich eigentlich Display-Advertising vernünftig aus, wenn es kein Retargeting ist. Und das ist wirklich das absolut größte ungenutzte Potenzial im Online-Marketing-Bereich. Und was sind die Themen, die man da beherrschen muss? Und das sind auch die Themen, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Wie messe ich eigentlich Display-Advertising? Ich glaube, eine ganze Menge scheitert daran, dass das nicht vernünftig gemessen wird. Insbesondere die indirekten Effekte davon. Der bessere Zugang. Real-Time-Bidding ist gerade schon gefallen. Jeder sagt, wie Real-Time-Bidding ist der Megatrend. Aber wenn man ernsthaft schaut, wer hat eigentlich Zugriff auf Real-Time-Bidding? Da sind das zurzeit im Wesentlichen die Retargeting-Buden und ein paar ausgewählte
Advertiser, die sich halt leisten können oder mit denen überhaupt irgendwelche DSPs oder Demand-Side-Plattformen sprechen. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es so Kollegen gibt hier wie den Kollegen Westermeier, die halt sagen, ich baue eine DSP, wo potenziell eben auch kleinere Advertiser darauf zugreifen können. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Themen, die hier ein Treiber sein wird. Vielfach angekündigt, und ich glaube, das ist eines der, wird wahrscheinlich eines der Themen in Q2 oder Q3, keiner weiß ja so richtig, wann es genau kommen wird, Google Search Retargeting, also die Möglichkeit, auf Leute, die meine Search-Anzeigen gesehen haben bis dahin, Anzeigen zu schalten. Ja, ob jetzt im Text- oder im Display-Bereich, das wird natürlich der absolute Killer. Und ich glaube, dass wenig Leuten derzeit auch in der normalen Publishing-Landschaft eigentlich bewusst ist, was das nochmal für eine Veränderung auslösen wird. Und für mich ist das nochmal ein Indikator, dass eigentlich Google zurzeit derjenige ist, der die meisten Trends in diesem Bereich treibt. Und ich glaube, das ist den meisten Publishern und den meisten Verlagshäusern und so weiter gar nicht klar, dass Google sie eigentlich rechts und links überholt. Und ich glaube, im Affiliate-Bereich sieht man es jetzt schon, also Affiliate-Netzwerke wie Zalox, Tradable und so weiter, sind quasi durch AdSense massiv oder durch Google Content Netzwerk massiv in die Enge gedrängt worden und beschränken sich eigentlich nur noch darauf, ihre Tracking-Dienstleistung günstiger anzubieten. Und ich glaube, wenn man nicht aufpasst, im Publishing-Bereich, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in ein, zwei Jahren Google noch wesentlich dominanter sein wird als bisher schon. Und ich glaube, dieses Search-Monopol, was Google jetzt schon hat, wird dann nochmal ergänzt durch ein Display-Monopol. Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wesentlich, und das ist einer, glaube ich, der Bereiche, wenn ich mich hier selbstständig machen würde und Ahnung hätte von Technik, ja, das habe ich leider nicht, dann würde ich mich in dem Bereich tummeln und mir überlegen, wie kriege ich diese Thematik geknackt. 80% der Impressions, die da rumfuhrwerken, nicht Retargeting, sondern im Prinzip intelligent ausgesteuert werden können. Und die Frage ist eben, wie macht man das? Gibt es verschiedene Ansätze, aber das ist noch ein absolut ungelöstes Feld. Und ich glaube, was eine ganz wichtige Sache ist und die man hier nicht reinlaufen darf, und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich glaube, einer der wesentlichen Probleme, die die Affiliate-Netzwerke jetzt haben, resultiert daher, weil sie durch View-Cookie-Vergütung eine ganze Zeit lang dachten, oder durch View-Cookie oder durch Click-Fraud-Geschichten eine ganze Zeit lang dachten, das Leben geht so weiter und wir verdienen gutes Geld. Und ich glaube, das hat halt dazu geführt, dass Leute dachten, wenn ich über View-Cookies monetarisiere, fällt im Prinzip meine strukturelle Schwäche, die ich im Businessmodell habe, gar nicht so sehr auf. Und ich kann jeden nur aufrufen, wenn man sich anschaut, wie macht Google das? Google macht transparente Zurechnungen, nur Click-Cookies, wenn man View-Cookies mit einbezieht, sicherlich auf eine intelligentere Art und Weise, als es derzeit passiert. Und ich glaube, man darf in eine Falle nicht reinlaufen, dass man sagt, ich verdiene mit View-Cookies gutes Geld, ergo kann ich im Prinzip so weitermachen wie bisher. Sondern ich glaube wirklich, hier ist gefragt, ein ähnlicher Ansatz wie Google, auf Click-Cookie-Basis Performance delivern. Das ist das Ziel. Und letztendlich muss man ja sagen, was ist das zugrunde liegende Ziel von allen Online-Marketeers? Es ist ja letztendlich, möglichst viel Geld sinnvoll auszugeben mit einer halbwegs angemessenen Kostenquote. Und nachhaltig wird das nur funktionieren, wenn man das eben mit transparenten Zurechnungsmechanismen macht. Und View-Cookie-Attribution, wie sie derzeit passiert, ist das sicherlich nicht. Und deswegen also nur ein ganz dringender Aufruf, das schadet der Branche und es ist ein absoluter Innovationshemmer, intransparente Attributionsmechanismen zu verwenden. These 2, haben wir gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Real-Time-Bidding wird in 2012 hoffentlich in der Breite auch für Advertiser zugänglich und von Publishern sinnvoll unterstützt. Advertiser zugänglich, habe ich gerade schon gesagt. Wir brauchen im Prinzip mehr DSPs, die in der Lage sind, Service für kleinere Direkt-Advertiser zu geben. Weil der einzige Weg, wie Real-Time-Bidding wirklich relevant wird, ist, wenn man viele Marktteilnehmer hat. Derzeit ist es so, dass die einzigen Leute, die signifikant auf Real-Time-Bidding bieten, ist Sociomantic, ist Criteo, ein paar Retargeting-Buden und dann vielleicht noch Leute wie Rocket oder eine Group M, die sich es eben leisten können. Das reicht nicht. Der einzige Weg, wie Real-Time-Bidding wirklich signifikant wird, ist, wenn jeder Advertiser mit irgendwie 10.000 Euro plus Display-Budget pro Monat in der Lage ist, da mitzubieten. Und das ist derzeit noch nicht der Fall. Denn nur dann ist es im Prinzip so, dass Publisher wirklich anfangen, über Real-Time-Bidding mehr Geld zu verdienen als vorher. Und das ist ja genau der Witz. Da muss es ja hingehen, dass im Prinzip jede Impression, die da draußen ist, für denjenigen, der sie eben gebrauchen kann, den möglichst sinnvollen Mehrwert liefert und er eben auch bereit ist, dafür einen vernünftigen Preis zu bezahlen. Und daran hapert es zurzeit genau. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe von jedem hier, die Entwicklung zu befördern. Denn wenn das passiert, dann ist es eben nicht mehr so, dass man zu einem Web.de geht und sagen wir, für 10.000 Euro irgendwelche Impressions einkauft, sondern dann wird wirklich, wie das im Search-Bereich der Fall ist, jede einzelne Impression sinnvoll adduziert. Und das ist im Prinzip der Weg, den man gehen muss, um eine vernünftige, effizientere Inventory-Nutzung hinzubekommen. Und das
wenn das in diesem Jahr ein Stück weit vorangeht, wäre das sicherlich einer der absoluten Hebel für die Professionalisierung im Displaybereich. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt in dem Bereich ist auch noch, und das, wenn hier irgendwelche Leute aus der Publishing oder irgendwelche Publisher unterwegs sind, ein wesentlicher Treiber für diese ganze Entwicklung ist, dass Leute ihre Daten zur Verfügung stellen. Also einfach Daten zur Verfügung stellen, die dazu beitragen, dass man Impressions einschätzen kann in ihrer Qualität. Ohne Daten wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist nochmal ein wesentliches Ding an alle Leute, die irgendwie Preisvergleiche betreiben, Intermediärseiten betreiben und so weiter. Stellt eure Daten zur Verfügung, damit Leute auf diese Daten sinnvoll bieten können. Weil ohne Datenzugang wird es nicht funktionieren. Und dann schläft im Prinzip diese ganze Real-Time-Bidding-Geschichte wieder ein und das wäre ein Drama, weil letztendlich, wenn man mal überlegt, wir sind im Jahr 2012 und in der Firma Zalando schicken irgendwie, wir gehen jedes Jahr, gehen jeden Monat irgendwie 15 bis 20 Faxe an irgendwelche Publisher mit irgendwelchen Unterschriften und wir würden gerne Banner buchen. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Also das kann eigentlich auf Dauer so nicht weitergehen und insofern wäre das sicherlich eines der Themen, die in diesem Jahr einen deutlichen Fortschritt machen sollten. Mobile Advertising kommt dem Durchbruch zumindest näher. Für mich war, ich habe letztes Jahr mal so eine Hack-Forward-Veranstaltung besucht vom Lars Hinrichs, finde ich absolut gigantisch, was der da mittlerweile auf die Beine gestellt hat und sollte mich da mal mit den Leuten so ein bisschen unterhalten zum Thema, wie kriegt man eigentlich Kunden für das, was sie da tut. Und da habe ich mich mit den Leuten unterhalten, habe eigentlich gemerkt, die machen eigentlich was ganz, ganz anderes, als ich da den ganzen Tag mache. Die bauen irgendwelche Apps und ist noch nicht so richtig klar, wo die Kunden dafür eigentlich herkommen und so weiter. Und für mich, aber viel von dem spielte sich mobile ab. Alles spielte sich eigentlich mobile ab. Und da ist mir eigentlich auch nochmal klar geworden, das war für mich wirklich so ein Schuppen von den Augen. Und ich meine, das zeigt es auch nochmal. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, das ist die Mediennutzung prozentweise, je nach Device bzw. Medium und dann wie viel Adspend da reingeht. In den USA 2010, was Neues habe ich nicht gefunden, war 8% der Mediennutzung schon mobile und nur 0,5% des Advertising-Spendings. Und normalerweise historisch ist es eigentlich immer so, dass der Prozentsatz der Mediennutzung und der Prozentsatz des Advertising-Spend, was auf ein bestimmtes Medium oder ein bestimmtes Device geht, gleicht sich eigentlich so ungefähr an. Also bei TV kann man es ganz schön sehen, 43% der Werbespendings fließen da rein, es entspricht auch 43% der Mediennutzung. Und bei Print ist es so, 27% Ad-Spend-Anteil bei irgendwie 8% Mediennutzungsanteil. Kann man jetzt auch schon sehen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, traditionelle Publishing-Houses irgendwie zu shorten, dann ist das auf jeden Fall der Zeitpunkt, weil dort, also muss man sich nur angucken, also wenn die sich nicht richtig was dramatisch Gutes einfallen lassen, das geht nicht. Ne? So, insofern, Internet holt noch ein bisschen auf, aber wo richtig aufgeholt wird, das ist Mobile. So, und dann haben wir uns mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was kann man eigentlich machen im Mobile-Bereich? Und unser Eindruck war, Mobile ist so ein bisschen wie Wilder Westen. Ne? So wie Display 2002, Display 2001, sehr intransparent, irgendwelche Blind-Networks, jeder erzählt einem, sie haben dramatisch viel Reichweite. Wenn man mal die Reichweite der Leute zusammenzählt, die da bei Zalando und auch bei anderen Buden aufgeschlagen sind, so viele Mobile-Nutzer gibt es gar nicht. Ne? Also, und das ist schon sehr interessant, dass dort im Prinzip nochmal ein Prozess beginnt, wie wird eigentlich diese Reichweite verwertet? Und das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir zumindest dieses Jahr einen deutlichen Fortschritt machen wollen mit Mobile Sites, die besser konvertieren, entweder im Tablet-Bereich, das ist ja gar nicht so schwierig, aber auch eben im Smartphone-Bereich, also noch mit deutlich kleineren Devices. Und wenn man sich mal rumschaut, wer bietet jetzt eigentlich schon von den traditionellen Webplayern wirklich gute Mobile Sites, Mobile Apps und so weiter an? Nicht gut. Absolut nicht gut. Und ich glaube, wenn man und sich dann auch nochmal anschaut, wie im Mobile-Advertising-Bereich derzeit agiert wird, zeigt das auch nochmal deutlicher Raum, um eben viel, viel besser zu werden. Ja? Und ich glaube, das wäre eben auch ein Bereich, wo es auch hoffentlich wieder viele Startups gibt, die sich clevere Sachen überlegen, wie man eigentlich diesen Mobile-Bereich transparent, sinnvoll erschließen kann. Und da wäre eben auch wieder der Aufruf, nicht in die View-Cookie-Falle laufen, im Sinne von kurzfristig Geld verdienen. Abzocken kann man Leute immer kurzfristig. Der Witz ist eben genauso wie hier, genauso wie im Display-Bereich, im Real-Time-Bidding-Bereich. Jetzt muss man eben Lösungen schaffen, die in der Lage sind, einem Advertiser, der Performance braucht, nach rationalen, transparenten Maßstäben, die auch zu liefern. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man hier eine richtig gute Chance. Ja? Und das ist auch wieder was, was so jemand wie Rocket oder so nie machen würde. Also insofern, super Space. Ja? Sollte man rein. Das nächste Thema, womit ich mich ja viel beschäftige und auch wir insgesamt viel beschäftigen,
Attribution. Wie misst man eigentlich? Ja? Und was eigentlich ganz schön war im Jahr 2011, da sind eine ganze Reihe von Buden, sind da hingegangen und haben gesagt, okay, ich helfe euch zumindest mal besser zu messen. Also so Buden jetzt wie Refined Labs, IntelliAd, ist ja so ein bisschen von diesem reinen SEM-Bitmanagement Richtung Attribution, DC Storm, WebTrack macht da eine ganze Menge. Also es gibt eine Reihe von Firmen, die sich da tummeln und das ist auch super. Das einzige Problem, was man da derzeit hat, und das ist auch nochmal etwas, was wir dieses Jahr lösen wollen für uns, aber ein Zalando kann das selbst lösen, Rocket kann das selbst lösen. Die meisten Startups draußen können das selbst nicht lösen, weil es einfach viel zu teuer wäre, es selbst zu lösen. Und das ist auch nochmal ein Bereich, wo einfach die Buden, die jetzt schon da sind, aber gegebenenfalls auch neue Buden, hingehen können und zu sagen, okay, ich messe nicht nur, wie viele Kontakte hatte ein Nutzer im View-Bereich, wie viele Kontakte hatte ein Nutzer auf der Website und dann versuche ich da irgendwie zu verteilen. Weil alle Logiken, die derzeit im Markt sind, Last Cookie, First Cookie, gleich verteilt, irgendwelche U-Kurven, sonst irgendwas, das ist ja alles arbiträre Logik. Alles arbiträre Logik. Und glaube, was jetzt die riesen Herausforderung ist, und die können die wenigsten Leute in-house stemmen, ist, Leuten statistisch, methodisch, sauber angelegte Attributionsmodelle an die Hand zu geben, zu sagen, wenn ich jetzt eine Kontaktkette habe, ein Nutzer braucht 4-5 Klicks, bis er den Schuh kauft, wie viel ist denn dann der erste Klick wirklich wert? Wie viel ist denn der letzte wert? Weil das ist auch nochmal das Ding, das haben wir eben im Display-Bereich gemerkt, Display-Bereich wird man ohne eine vernünftige Attribution nie entwickeln können. Ja? Und unser Modell ist da sicherlich richtiger als Last Cookie, aber sicherlich auch nicht richtig. Und es gibt eine ganze Reihe von intelligenten Ansätzen, jetzt auch in den USA, wie man wirklich hart statistisch berechnet, welcher Kontakt hat jetzt eigentlich dazu beigetragen, dass so ein Ding konvertiert oder nicht. Ja? Und das ist sicherlich auch nochmal was, sucht euch irgendeinen Freund mit Statistik-Know-how, weil das kriegt der harmlose, gemeine BWLer leider nicht so einfach hin. Einfach viel zu viele Daten und man braucht einfach ein bisschen Know-how in dem Bereich. Und versucht Ansätze zu finden, wie man eigentlich die Kausalität zwischen jemand hat eine Werbung gesehen und jemand kauft, das wirklich mal sauber abzubilden und zu berechnen. Das geht, wie gesagt, ich habe 2-3 Ansätze jetzt gesehen, die auf mich einen sehr, sehr cleveren Eindruck machten und wie gesagt, das geht sicherlich noch deutlich besser und das ist auch ein Bereich, wo jeder eigentlich sucht und nicht weiß, wie es geht und das Ganze muss auch noch bezahlbar sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Witz. Wenn man dann die Königsdisziplin haben will, dann verknüpft man das auch noch irgendwie mit klassischen Marktforschungsdaten, aber das ist ja für die meisten Leute gar nicht relevant. Für Zalando ist das relevant, weil wir viel Fernsehwerbung machen und so weiter. Für die meisten normalen Internet-Startups, die einen Online-Marketing-Mix haben, würde das hier vorne eigentlich komplett ausreichen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, wo sich auch wieder extrem viele Leute sinnvoll mit selbstständig machen könnten. Ja, also insofern eine Opportunity nach der nächsten im Online-Marketing-Bereich. Social Media. Also wenn mich einer 2007 gefragt hätte, hier so mit Social Media und Twitter und so, da habe ich immer gesagt, boah, das ist ja total nett, aber das interessiert eigentlich keine Sau, weil der Impact auf das monetäre Business, was wir so sehen, der war eigentlich immer vernachlässigbar. Das war immer nett und da saßen auch immer irgendwie gut aussehende Personen, die irgendwie schöne Sachen gemacht haben und total kreativ, aber letztendlich so richtig was gebracht hat das nicht. Und für mich war das Jahr 2011 auch insofern nochmal sehr erhellend, weil ich im Jahr 2011 eine Reihe von Beispielen gesehen habe, wo eben dieser Bereich Social Media nicht nur nett war und irgendwie eine Brand gebildet hat oder sonst irgendwas, sondern wirklich zählbare monetäre Resultate gebracht hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal, wenn man sich so Sachen anguckt wie ASOS zum Beispiel, machen das super. Oder auch die allseits beliebte Firma Groupon, die machen einen guten Job. Und es trägt mittlerweile substanziell zu Umsätzen bei. Und ich glaube, das ist nochmal ein Trend oder ein Thema, mit dem wir uns dieses Jahr beschäftigen werden, dass der Bereich einfach nicht nur so mitläuft, sondern man wirklich versucht, anhand von einheitlichen Bewertungsmaßstäben. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, wo will man eigentlich hin? Man will möglichst viel Geld ausgeben, möglichst sinnvoll, das ist das eine. Das geht aber nur, wenn man sämtliche Marketingmaßnahmen, die man macht, alles in diesem Bereich an einheitlichen Bewertungsmaßstäben misst. Das Problem ist jetzt, dass bei Themen, die eine indirektere Werbewirkung haben, ob es jetzt TV ist, Display ist oder Social Media ist, da reicht es halt nicht, einfach nur einen Cookie zu setzen und zu gucken, wer kommt da für eine Conversion raus. Das ist im Prinzip die Schwierigkeit. Aber letztendlich kann man auch Social Media, die Nutzeraktivität, die daraus resultiert und dann hoffentlich mal irgendwann der Umsatz, der daraus kommt, auch das kann man methodisch abbilden. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Und das ist ein Thema, mit dem sollte sich auch jeder hier in dem Raum beschäftigen, weil wenn es funktioniert, und wie gesagt, man sieht zum Beispiel wie jetzt in ASOS, wo man einfach merkt, gerade in so Bereichen wie E-Commerce, also E-Commerce ist ja immer das Blöde, bei E-Commerce ist ja
Das ist zwar total schön, von irgendwie schöne Produkte zum Teil und so weiter, aber das ist echt eine enge Hose, wenn es um Margen geht. Das heißt, jedes Prozent Marge ist bei E-Commerce absolut entscheidend. Das heißt, was ist der Kerntreiber bei E-Commerce? Der Kerntreiber bei E-Commerce ist, möglichst viele Nutzer kostenlos auf diese Seite zu bekommen, weil es eben relevant ist, ob man 3 oder 4% EBIT-Marge macht. Im Dating-Bereich ist das vielleicht nicht so wild oder in irgendwelchen stärker monetarisierenden Businessmodellen, aber bei den meisten Businessmodellen, die wirklich margenmäßig ein enges Höschen sind, da spielen solche Sachen eine große Rolle. Und dort eben den esoterischen Ansatz zu verlassen und sagen, wir bauen mal eben eine Brand, sondern zu sagen, was sind eigentlich die Themen, die hier wirklich Umsatztreiber sind, was sind Best Practices und wie kriege ich das Ganze auch getrackt. Und ich glaube, das Wesentliche war da für uns, sich auch auf zwei Themen zu konzentrieren, Facebook und YouTube. Das scheinen uns eigentlich derzeit die Themen zu sein, wo man die meisten Beispiele sieht, wo man wirklich Impact hat. Also Glossybox kennt ihr wahrscheinlich, ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, wo man sehen kann, YouTube bringt wirklich substanziell Nutzer. Da reden wir nicht von 3,50 Euro Umsatz, sondern reden wir von wirklich sechsstelligen Umsätzen, die über sowas generiert werden. Und das ist für mich nochmal eine Erkenntnis gewesen, wo ich gesagt habe, okay, damit muss man sich vielleicht nochmal sehr, sehr dezidiert auseinandersetzen. Das waren eigentlich für meine Verhältnisse nur 5 Minuten über die Zeit, eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich freue mich immer über Leute, die uns dabei helfen, die Sachen besser zu machen, Lust haben mitzuarbeiten. Also wenn ihr Lust habt, idealerweise nicht anrufen, eine Mail schreiben wäre mir lieber, aber wenn ihr wollt, auch gerne anrufen. Und wie gesagt, also jeder, der dazu irgendwie beitragen kann, diese Probleme zu lösen, freue ich mich. Wenn einer dabei mitarbeiten will, die Probleme zu lösen, freue ich mich ebenso. Ja? Vielen Dank.